Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu diesem wunderschönen Real Life von gestern Abend noch. Wir hatten da leider keinen Stream laufen, deswegen gibt es jetzt aus meiner Fahrersicht den Stream nochmal zugeschickt für euch. Ich würde gerade gerne noch mit euch die Tabelle durchgehen. Aus dem letzten, also aus dem neuesten Stand, also nicht jetzt von dem Rennen von Lago Maggiore, sondern noch von Mount Panorama. Also Scharrer hat die Weltmeisterschaft, also die Führung in der Weltmeisterschaft übernommen mit 182 Punkten. Danach kommt Obi mit 168 Punkten und 7 Punkte gerade mal dahinter ist der Skippy auf Platz 3. Dann folgt der Rebel mit 136 Punkten und dann auf Platz 5 ist Redex Mama Freak mit 108 Punkten, 4 Punkte dahinter Lukas Falk, 3 Punkte dahinter SMN Play, 5 Punkte dahinter Morpheus auf Platz 8. Auf Platz 9 mit 86 Punkten kennst du mich. 78 Punkte, Hey Surprise. 7 Punkte dahinter ist Cluster auf Platz 11, LD Snooze mit 4 Punkten weniger als Cluster auf Platz 12, der LD Snooze. Ibims Puppe auf Platz 13 mit 36 Punkten. Eddie Sven mit 34 Punkten auf Platz 14 und Big M und Vincent sind nicht mehr dabei. Währenddessen sind Imbissbude Racing, also Cookie Gamer und Kevinator aus der von der B in die A gesprungen. Haben auch 40 und 42 Punkte, also sind quasi auch vor Ibims Puppe und Eddie Sven am Stand gewesen. Und zu Gast ist jetzt halt auch noch Adalbert Gammel gestern mitgefahren. Aus der C. Green Mama Racing hat im letzten Rennen die WM-Führung übernommen mit 162 Punkten. 2 Punkte gerade mal dahinter ist Gold Standard Racing. Auf Platz 3, 4 und 5 sind OM21 Racing, Falcon Performance Racing und Black Sheep GP. Und das Schlusslicht bildet Black Panther Motorsport Booking Unicorns und Level Up bzw. Imbissbude Racing. So, damit ist glaube ich alles gesagt. Die Quali haben wir jetzt halt natürlich nicht hier am Start. Aber wir können uns ja gerne nochmal die Startaufstellung angucken, bevor jetzt da die Ampeln angehen. Dann gehen wir mal gerade hier vor auf, ne? Kann man da jetzt noch nicht einlenken? Ne, kann man irgendwie noch nicht. Schade ein bisschen. Auf Platz 1 ist Scharrer, auf Platz 2 ist Cookie Gamer, hier habe ich halt SMN Play alias Simon hier auf Platz 3, auf Platz 4 ist der Obi. Auf Platz 5 ist Rebel, auf Platz 6 hat sich hingezogen der Kevinator. Relax Mama auf der 7, Skippy auf der 8, auf der 9 der Tamo, der ist auch zu Gast da. Gehört zu Imbissbude Racing. Ibims Suicides, also Ibims Puppe ist hier auf der 10. LD Snooze ist auf der 11, Eddie Sven auf der 12, Lukas Falk ist hier auf Platz 13, auf Platz 14 der Cluster und die letzte Startreihe bildet Adalbert Gammel und Haze Surprise. So, dann gehen wir jetzt mal zu der Startampel, wir schauen uns das mal an und ja, dann geht es jetzt mal los, ne? Wir sehen die Startampeln jetzt ausgehen.
Und das Rennen beginnt, habe ich mit einem schlechten Start und ich habe, dann es kann sich hier vorbeiziehen. Jetzt geht es in die erste Kurve, Chabat macht es sehr gut, hat da einen guten Vorsprung, SMNP auf der 2, Ruby auf der 3. Muss jetzt schon hier alles reibungslos verlaufen zu sein. Eddie Sven ist hier abgekommen. Hat da was erwischt? Achso, wir kriegen jetzt auch Renninformationen anfangen. Also wir sehen hier, Chabat kann sich absetzen, das Feld kommt hier hinterher. Die schöne Linie sich hier, da gibt es schon einen kleinen Abstand und ich hier. Hat L.D. Smith erwischt in Hey Surprise. Das war ganz schön knapp hier. So, Kevin Nato ist zurückgefallen auf die 13. Was da hat sich vorschieben können auf die 12. Aber da hat man genauso von der letzten Startreihe auf die 12 zu 11. Platz. So, und Ibens versucht sich jetzt hier auch an, habe ich alias Cookie Gamer. Das könnte sich jetzt vielleicht nach dieser Kurve ausgehen. Zeigt sich und sticht innen rein, aber es reicht nicht. Jetzt vielleicht nochmal Windschatten schnappen und dann an Kurve 1 da vorbeiziehen. Schaut das gut aus, es schaut gut aus, aber es hat nicht gereicht. Dann schalten wir weiter nach vorne. Skippy hängt hier ein bisschen mit der Truppe hinterher. Kann aber noch mit dem Hammer erwähnt ist sie momentan. Die sich jetzt hier auch dann duellieren werden. Simon kann sich vorne halten. So, jetzt schauen wir mal, reicht das hier aus? Eigentlich geht sich nicht mehr dafür aus. Chabat kann sich derweil absetzen und hat auch das Glück, sich hier ein bisschen in der Truppe abzusetzen zu können. Zwischenzeit an ihm habe ich vorbeigekommen. Machen die beiden sehr gut hier. Und Ebens kann sich auch in der Zwischenzeit absetzen. Im Hintergrund sehen wir auch einen Zweikampf zwischen Cluster und Nator. Cluster jetzt auf der Innenbahn. Nator hält den Platz, aber kann sich vorne halten. So, Hayes hier groß am Struggeln. Das ist nicht sein Wochenvertreter. Smooth verfolgt derweil Eddie Sven und versucht hier auch
jeden einzelnen Punkt zu kriegen. Ja, Tamo hält sich nicht immer noch lange an das Ball. Ja, aber sich halt nicht nach vorne halten kann. Es scheint der Jaguar hier auf der Karte halten zu können. Im Endplay derweil zurückgefallen auf die 5. Wurde geholt von Rebel und Alex Mama. Hinter ihm ist sein Team wieder gesehen. Ja, das Feld verteilt sich derweil ein wenig, aber Obi kann hier, oh, das sind wir Hates. Obi kann mit Shadar mithalten. Schaut euch das mal an. Obi, der an Shadar sich dran klammert. Unterwegs ist auf der 3, darf aber hier auch nichts verlieren. Jetzt weiß ich aber, was die Leute meinen, von Z4 angeholt zu werden. Das ist ja echt heftig hier. Das Marafeld hier muss eine halbe Sekunde abgesetzt werden. Da hat Cookie Gamer hier ein bisschen abgekürzt. Ace wurde dabei auch schon von allen anderen. Das ist ein Problem.
das haben wir auch gerade verpasst. Da gehen wir jetzt nochmal zurück. Schauen wir uns das mal an. Zeitstrafe, die er jetzt absetzen muss. Aber das wird jetzt ein schönes Auto vorbeiziehen können. Richtig. Dabei hat sich Shara ein bisschen absetzen können vom Boden. Also, die können wir nicht mehr mitweisen. Die Bims kriegt hier in Box ab, genauso wie Skippy. Das liegt daran, dass die Strecke hier, ja, wie man dazu sagen, einfach viel mehr Kurven beansprucht. Während es in Mount Panorama quasi ja nur den Berg hoch und runter geht. Mit der Ausnahme natürlich von der Bergpassage, aber da werden die Reifen nicht so belastet. Und ist vorbei. Der Generator, der hier auf harten Reifen unterwegs ist, hat aber jetzt einen Generator. Muss jetzt der Lukas aufpassen, denn er zieht da auf die Bahn. Jetzt sind wir in der ganzen Gruppe unterwegs, zu viert. Jetzt muss Lukas halt aufpassen, denn da kommt jetzt das Gebiet und der macht und der löst das elegant. Der ist jetzt auf der Innenbahn, Suizid zieht mit. Da kann Kevin Nato kaum was machen. Er steckt jetzt in der Zwickmühle genauso wie Lukas Fall. Da ist jetzt das Gebiet vorbei. Das kann sich noch gegen Ibims halten. Ibims hat aber trotzdem eine Position mit der Welt gemacht. Aber Kevin Nator wehrt sich und verbremst sich. Und holt er sich den Platz an Suizides wieder zurück.
Herbert Gammel hat jetzt auch nochmal gefallen, die Runden mitzumischen. Jetzt. Das war ein Kampf. Hat es ein bisschen schwer mit den abgenutzten Reifen. Terminator kommt da jetzt ohne Probleme noch vor der Kurve vorbei. Jetzt aber die ganze Truppe hier unterwegs. Terminator muss Zeit absetzen. Und jetzt. Ah, hat einfach Gammel wieder gedreht. Aber. Die halbe Sekunde hat jetzt Terminator 3 Plätze gekostet. So, Chagall auch an der Box. Alex Mama hier an der Box. Die Kobi versucht es hier tatsächlich mit ganz guten Reifen, also wenn sogar schon Chagall in die Box. Kommt hier hinter Skippy raus. So, Rebel auf. Jetzt derweil mit kaputten Reifen. Bei Obi brechen die jetzt fast komplett ein, der kann da nichts mehr machen. Da muss jetzt nur noch das Auto gerade halten. Neun Runden auf Bein, also das ist schon. Ja, da sieht man es auch, die Treppe hier angeschossen kommt. Gar keine Möglichkeit mehr und hat jetzt noch einen Schaden. Da wird schon mal mit Leichtigkeit auch nochmal vorbei sein. Aber Greppel auch. Auch 9 Runden unterwegs. Das weiß ich, aber hat es hier besser gelöst. Hier gesehen. Überrascht mich. Auch jetzt am Start und zieht vorbei. Treppe kommt. Wow, raus. Obi kommt da nicht. Wow, raus. Kann jetzt aber natürlich attackieren. So, es wird Endplay auf der Pin. Hier. Kann eigentlich auch nicht so gut mit den Vordermännern mithalten, das würde aber dann nicht reichen. So, dann bringt es nochmal Frost, dass man das Ding fahren kann, vorbei. Lukas Falk und Cluster, die kämpfen auch noch. Die sind noch nicht fertig. Da geht es auch noch um jeden Punkt, den man kriegen kann. Elias News auch hier dahinter. Oh, mit Berührung, aber
Es hat funktioniert. Da ist wieder das Balk an Wasser vorbei. Ladies zeigt sich hier auch. Und Eddie Sven. Case hat in der Zwischenzeit auch das Lobby verlassen. So, Obi holt auf, hab ich auch. Waren die beiden sich auch nicht einig, was da auf der Außenbahn hat man dann davon nichts abgekriegt. Die Sven holt derweil auch auf. Schauen wir uns mal an, wie das jetzt hier gelöst wird. Rebel auf Fahrt unterwegs, das heißt, es könnte sich nach der Runde vielleicht ausgehen in den letzten zwei Runden. Ist er an Turn 2 vorbei. Das war echt mutig, aber habe ich rechtlich und ob das jetzt so wirklich nötig war, sahen halt beide Manöver nicht so pickeln aus. Also von Obi vorhin jetzt an Turn 1 und jetzt mit Gamer. Thank you.
sein. Kann oben hier noch was ausrichten gegen die Seite nicht, aber drei. Jetzt noch drei Kurven. Reicht es für die letzte Kurve? Es reicht nicht, es reicht nicht. Und da ist er und es gibt ein Fotofinish. Und Obi zieht hier doch noch auf die 3. So, der letzte Moment bin ich auch noch mit dem Fehler an der letzten Kurve. Auf der 9, 5, 6, 8, Renato auf der 10, auf der 11, Elifis auf Platz 12, das Falk und ein Cluster. Eddie Sven belegt Platz 14 und Adalbert Gammel macht nach dem Boxenstopp den 15. Platz komplett, der 16. Platz, ja, ist ein DNF. So, damit haben wir schon mal das Sprintrennen hinter uns. Jetzt dürfen wir uns noch eine Stunde lang die Action aus dem Hauptrennen genießen. Oh, guck mal. Das nehme ich gerade mit. Da ist dann hier mal das Hauptrennen. So, damit ist jetzt hier auch schon alles vorbereitet. Und wir können dann jetzt der Einführungsrunde springen im Hauptrennen. Ohne Wartezeit. Guten Morgen! Ja, sein Mama ist schon wieder fleißig. Also das Sprintrennen habt ihr jetzt zwar verpasst. Ja, ich weiß, die Musik ist an. Ja, ich glaube, das eigentlich was stört jetzt vielleicht weniger. Aber. Huch! Auf gehen wir doch mal. Auf vielfachen Wunsch einer Person. Ich habe ja ganz vergessen, dass wir gar nicht hier im Live-Modus sind. Hintergrundmusik. Aus. Wir können ja aber immer noch vorspulen. Echt? Ich bin viel zu leise? Sound ist zu laut? Okay. Irritiert mich ein bisschen. Warte mal. Warum bin ich denn leise? Ich habe doch schon meinen Mikrofonpegel hochgesetzt. So, okay. Dann müsste das jetzt vielleicht besser laufen. So, dann springen wir gerade nochmal ein bisschen vor. Aber echt, ey. Was? Echt? Immer noch nicht besser? Glaube ich jetzt nicht. Ich bin zu lang. Ich habe doch jetzt schon meinen Mikrofonpegel hochgesetzt. Was soll ich denn dann noch machen?
Die ganze Zeit hat es doch immer funktioniert. Warum jetzt auf einmal? Ist doch alles hier eine Lüge, ey. Lügen darf man nicht sagen. So, aber jetzt. Jetzt sollte es eigentlich besser laufen. Dann können wir uns jetzt aber mal... Ich höre nur Motor, Mama. Dann hört ihr halt nur die Motoren, ist ja alles gut. Könnt ihr mir jetzt aber nicht... Könnt ihr mir jetzt nicht erzählen. Echt? Ich bin doch so leise? Okay, machen wir das mal auf diese Art und Weise. So. Jetzt aber hoffe ich mal, dass es besser funktioniert. Die Fahrer... Redet ihr überhaupt? Oh, komm, jetzt hör doch mal auf. Also, wir machen hier auch mal in der Zwischenzeit die Einstellung hier an. Entschuldigung, dass dir jetzt der Kaffee kalt geworden ist, Gibi. So, also wir haben die Fahrer, die sich parallel ansetzen, oder ein Haze, der sich hier dreht. So, also, und der Tamo, der da eigentlich viel zu früh schon Gas gibt, sorgt für ein Startchaos. Aber jetzt geht's hier los. Tamo hat hier trotzdem sehr viele Plätze verloren. Adalbert Gammel leider auch. Da war die Verwirrung sehr groß. Aber Eddie Sven dreht sich hier direkt an Turn 4 und darf hier alle passieren lassen. Kevin Nator ist hier derweil auf der 1. Die Bimspuppe kann hier mitziehen auf der 2. Habicht alias Cookie Gamer ist hier auf der 3. Tamo auf der 4. Also Imbissbude Racing auf 1, 3 und 4 hier belegt. Der Rest des Feldes zieht hier auch derweil mit. Mit kleineren und größeren Abständen. Adalbert Gammel mit dem Überschuss von dem Ford GT kann jetzt hier innen anbremsen und ist vorbei. Oh, da sind sich Klasse und SM Endplay nicht einig. So, Charal hier auf der 14 bildet zurzeit hier so das Schlusslicht, abgesehen von Eddie Sven. Lukas Falk hält ihn hier ein bisschen auf. Mal schauen, wie das jetzt so abläuft. Und Obi an der Box. Obi an der Box, der setzt direkt die harten Reifen ab. Das Fahrerfeld hat sich in der Zwischenzeit eigentlich ganz gut verteilt.
Terminator fährt hier ein bisschen weg auf der 1, danach kommt Suizidus, habe ich hier auf der 3, wird unter Druck gesetzt von Tamo. LD Smooth hier auf der 5. Kann hier mit dem vorderen Fahrerfeld ein bisschen mithalten. Adalbert Gammel kann ja tatsächlich auch ein bisschen aufschließen. Simon und Cluster und Reppel sind hier zu dritt gerade unterwegs. Während da Relax Mama noch ein bisschen zieht. Lässt es hier ganz entspannt angehen, hat aber auch hier die harten Reifen drauf. Aber ganz schön viele haben hier die harten Reifen drauf. Oder Mediums. Der Rest des Feldes ist mit Weichheit bedeckt, also mit vorderen Fahrer. So, Suizidus kann sich hier ganz gut mithalten. Auf Platz 2 kann sich ein bisschen absetzen von den anderen. Aber man sieht hier auch schon in Runde 4 bzw. Runde 3, dass da die Reifen ja schon leicht belastet sind. LD Snooze hat hier eine halbe Sekunde Strafe, da kann sich Adalbert Gammel auch vielleicht ein bisschen vorbeischmuggeln. Reppel muss sich hier gegen Cluster halten und kann sich hier aber absetzen. Also Cluster kommt nicht so ganz mit, wie es eigentlich sein soll. Relax Mama und Skippy und Lukas Falk und Charar hier mit harten Reifen unterwegs. Eddie Sven mit harten Reifen unterwegs. Obi hat sich schon längst abgesetzt. Holt sich jetzt hier als erstes Eddie Sven. Bin gar nicht belastet. So, also. Wir sehen auch, Adalbert Gammel hat es in der Zwischenzeit geschafft, an Elvis Newsfabrik zu gehen. Haben wir jetzt ein bisschen verpasst. Und wir sehen hier ein bisschen Rauch im Hintergrund abfliegen, ein bisschen Staub aufgewedelt. So, Tamo hält sich hier vor Cookie Gamer. Also hier wird gerne nochmal der Stoppstreifen mitgenommen an Turn 4, sehe ich auch gerade. Also ganz ehrlich, wenn man hier schon so den Z4 brüllen hört, ne? Dann fehlt ja nur noch der RX-Vision, also von Mazda. Mit dem Zahnbohrer hier, mit dem Wankelmotor. So. Charar hier auch auf dem Weg. So ganz langsam, aber sicher sich Lukas Falk zu schnappen. Come on.
die Treppe aufkommt so langsam immer näher an Simon, aber es macht da jetzt nicht so den Anschein, als würde es so einfach dann werden, ne? Also, obwohl halt Rebel die Mediums hat und Simon die harten, kommt da Rebel nicht wirklich so ran, wie es eigentlich sein soll. So, Obi jetzt auch dran. Ist hier vorbei an Gerard. Überrascht mich ein bisschen, aber jetzt hier die zwei Blau und lila Ton unterwegs. Und das blaue Auto, das blaue Auto ist am lila Auto vorbei. Oh, guck mal. So, also. Können wir uns jetzt hier weiter an die Geschichte von Rebel und Simon alias SMN Player einrichten hier. Der Nachteil natürlich für den BAZ ist hier, ne, mit der Corvette auf der Geraden mitzuhalten. Während da die Kurven das eigentlich ihm wieder ermöglichen, sich ranzusaugen, aber Cookie Gamer findet Anschluss wieder auf Tamo. Ob da jetzt auch was passieren wird, ist die andere Frage. Und er zieht innen rein. Jetzt ist er auf der Außenbahn, hält sich da hinten dran. Nee, ist wieder innen. Ui, ganz gut machen das die beiden hier. Sehr schön. So, und jetzt aber, jetzt ist die Frage, was macht ein V12 Motor gegen, ja, den Mercedes? Ich glaube, der AMG war das ein V6 oder war das ein, weiß gar nicht, was war denn der AMG GT für ein, was hat er für einen Motor drin? Weiß es gerade einer? Also, jetzt auf der Geraden, jetzt kann er sich mit Windschatten und Motorpower eigentlich vorbei schrauben, aber nee, macht er nicht. Zeigt sich hier nur an der Kurve, aber passiert hier mir auch nicht. Die Bimspuppe kann sich hier auf der 2 halten. Kevin Nator auf der 1 mit einem guten Vorsprung noch. Kann sich jetzt aber auch nicht derweil so richtig absetzen. Aber mich interessiert es jetzt hier schon, ob da noch was passiert. Rebel ist auch an SMN Play vorbei. Das haben wir leider verpasst. Die ganze Zeit will er nicht vorbei und jetzt gucke ich weg. Jetzt geht er vorbei. So, Obi in der Zwischenzeit auch auf der 1, Kevin Nator und Ibims Puppe an der Box, der Damo an der Box, da habe ich, der bleibt noch draußen. Tankt hier sogar schon direkt nach. Macht voll. Tamo hat fast voll getankt und hat sich eine 3 Sekunden Strafe eingeholt. Muss erstmal mit den kalten Reifen hier ein bisschen kämpfen. Ist jetzt auch gerade derweil derzeit bewölkt. Was es nicht einfach macht, die Reifen auf Temperatur zu kriegen. So, Gerard hier auf dem letzten Platz hat sich frische Reifen geholt.
jetzt auch an Eddie Sven dann vorbei. Sollte jetzt aber eigentlich auch nicht so schwer sein mit weichen Reifen gegen die harten Reifen. Geht jetzt außen und ist vorbei. So, Tamo darf jetzt seine 3 Sekunden schmerzhaft absetzen. Da wird jetzt Lukas Falk vorbeiziehen. Oh, Simon ist hier mit einem Motorschaden unterwegs. Das wird ihm noch mehr Zeit kosten, als Tamo die 3 Sekunden absetzen musste. So, Alex mal mit einer halben Sekunde wieder durch das Abkürzen. Ebens auf die ist auf die 5 zurückgefallen nach seinem Boxenstopp hier. Cluster geht jetzt auch an die Box. Und die 4 Fahrer, die nicht an die Box gegangen sind, sind hier auch gerade vorne. Oh, bei Adalbert Gammel schauen aber auch schon die Reifen sehr gesund aus. Fährt auch seine 9 Runden auf weich. Ganz schön mutig. V8. Also der Mercedes hat einen V8, gut zu wissen. So, jetzt können wir uns das vielleicht mal anschauen. Jetzt, wie schaut's aus vor der Kurve? Und es reicht nicht für Obi, da jetzt vorbeizuziehen. Zeigt sich jetzt aber trotzdem auf der Innenseite, da hat Ibims die Tür offen gelassen. Und da zieht Obi vorbei. So, jetzt sehen wir auch, Adalbert Gammel hat hier Schwierigkeiten, hat hier einen Schaden und darf jetzt auch erstmal in die Box fahren. Eldesnus auch hier fährt in die Box. Da sehen wir jetzt einen ersten Martin Reifen gewechselt bekommen und landet noch vor Skippy. So, da kommt Adalbert Gammel. Cluster hat es gerade noch so vorbeigeschafft. So, Charal, der hier immer noch an Lukas Falk festhängt. Wird jetzt vorbeiziehen. Das war gut smooth. Und Cluster, der zeigt sich hier auch noch. Der will da mitreden. Er will auch noch was von dem Kuchen. Beide jetzt nebeneinander. Und Cluster ist vorbei. Kann sich Lukas Falk hier vielleicht ranhalten. Und mit dem Windschatten was ausmachen. Aber es reicht nicht. Der Abstand ist zu groß. Es reicht nicht. Aber mit weichen Reifen ist das natürlich auch viel einfacher als mit harten Reifen. Eldis muss jetzt hier
an Relax Mama vorbei, ohne Probleme. Aber ich wechsle hier die Reifen und fährt direkt wieder raus. Landet hinter Ibims. So, hier haben wir die führenden Reppel und Obi. Obi wird aber auch bald wieder an die Box fahren dürfen. So, wie schaut es jetzt aus mit Cookie Gamer, der jetzt halt natürlich frische Reifen hat? Der kann eigentlich mit Suizidus ein bisschen mal mithalten. So, und Obi zeigt sich, er will nochmal die letzte Möglichkeit nutzen von den Reifen, aber man sieht hier, das reicht nicht. Und jetzt ist Ibims dran. Ganz schön knappe Sache. Aber ordentlich. Jetzt wird Obi, glaube ich, reinfahren, oder? Ja, der fährt jetzt rein. So, und habe ich. Ja, komm, zeig's uns. Ist auch vorbei. Verbremst sich. Ist doch nicht vorbei. Da hat sich Ibims nicht in die Irre führen lassen. Hat da ganz normal den Bremspunkt ausgewählt. Und konnte sich jetzt noch da vorne halten. Und Rebbe, der muss das sich mit angucken und hat ein bisschen Pipi, glaube ich, in der Hose, weil da kommen zwei Fahrer, die zwar kämpfen, das was ihm ein bisschen die Zeit gut macht, aber es sind weiche Reifen, die beiden Jungs da haben. Und er merkt es, dass sie ein bisschen schneller unterwegs sind als er. Habich ist jetzt auch vorbei, sehr stark. Und man merkt so, die Reifen, die sind jetzt auch schon fast zur Hälfte runter und wir sehen jetzt, hier habe ich links neben Rebbe und Ibims kann sich hier mit Windschatten ransaugen, aber es reicht nicht, um da vorbeizukommen. Jetzt ist aber Rebbe wieder innen, machen die beiden sehr schön und da ist er wieder, da ist der BMW und kann wieder mitreden. Wie schaut es jetzt aus? Jetzt ist er innen und ist vorbei. So. Also, neue Rangordnung hier ist Habicht, also Cookie Gamer, Ibims Suizidus, also Ibims Puppe und Rebel. Terminator und Eldest News machen die Top 5 komplett. Relax Mummer, der sich hier hinter. Oh! Schaut aus. Skippy fährt rein, aber hier, da ist Cluster. Der war ein bisschen abseits, hat sich hier auch einen Schaden eingefangen. Hat noch eine halbe Sekunde. Sowas tut weh.
Ah, die Abstände werden auch ein bisschen größer. Gehen wir mal ein bisschen durch. SM-Endplay, der jetzt am Cluster vorbeiziehen wird, mit der, durch die halbe Sekunde Strafe. Oder sich zumindest nebenan setzen kann. Nee, tatsächlich nicht, aber deutlich näher rankommt, das auf alle Fälle. Oh, kommt aber hier auch aufs Kies ein bisschen. Hat das jetzt aber gut gehalten. Das Schlusslicht gerade zur Zeit, bevor er das wieder an Eddie Sven weitergeben wird. Und Eddie Sven ist hier auf halb abgenutzten harten Reifen, hier auf komplett frischen weichen Reifen. Gerard geht jetzt auch an die Box. Kommt auf der 13 wieder raus. Lukas Falk, bei dem sehen die Reifen auch nicht mehr so prickelnd aus, die harten. Da darf er auch bald in die Box gehen. Dann an Kevinator. Ist jetzt auf der Innenbahn. Und da ist Kevinator. Was ist passiert? Eingeschlagen! Haben die sich jetzt berührt? So, einfach nochmal anschauen. Whee. Da waren die beiden sich nicht einig. So, Puppe jetzt auch noch mal an der Box. Wird Obi vorbeiziehen, da könnte Kevin Nato auch noch vorbeiziehen. Da werden die Reifen gewechselt, fährt raus. Und ist auf Platz 6. Damit kann jetzt Suicides auch ein bisschen jetzt wieder eine Aufholjagd starten. Aber habe ich hier managed die weichen Reifen richtig gut? Muss man lassen. Aber man sieht auch hier bei Relax Mama die harten Reifen, die machen es auch langsam nicht mehr. Die Hälfte der Rennzeit ist auch schon um. Der Tano, der kommt hier eigentlich ein bisschen ran, aber ein bisschen Schwierigkeiten jetzt hier gehabt mit der. Soll ihn aber glaube ich nicht aufhalten, da nochmal aufzuschließen.
So, Cluster mit den weichen Reifen. Sie zeigen auch langsam ihr Ende. Simon zeigt hingegen noch gar kein Ende. Der holt so langsam einen nach dem anderen wieder auf. So, jetzt machen wir hier auch jetzt an der Box. Cluster fährt an die Box. Da zieht dann Chiron auch vorbei. Skippy zieht vorbei. So, und Relax Mother Freak ist wieder auf den harten Reifen. Ja, gibt's denn sowas? Wie kommt der eigentlich nur auf solche Ideen, ey? So, Simon hat hier aber eine 3-Sekunden-Strafe, die er absetzen darf. Jetzt sehen wir auch hier diese 3 Sekunden, die wehtun. Was für ein Überschuss. Nächstes Mal da vorbeiziehen kann, aber wird auch nicht lange halten gegen die weichen Reifen. So. Ebens hat seine harten Reifen dann auch in der Zwischenzeit abgesetzt. Jetzt schauen wir uns das mal in der Zwischenzeit an. Habe ich hier fast mit einem leeren Tank hier unterwegs. Der darf dann auch in die Box gehen und seinen letzten, ja, oder seine letzten zwei Stints rausholen. Ja, keiner hat Bock auf die harten Reifen, außer Mama. Ja, ich habe halt gedacht, tatsächlich, dass die, also die harten Reifen liegen ja eigentlich sehr gut. Aber im zweiten Sync war die dann ja für den Arsch. Da hätte ich dann im Nachhinein drauf verzichten können. So, also. Elias kann sich dann doch tatsächlich sehr gut halten. Auf Platz 6, hinter ihm ist Charar auf Platz 7. Wird das hier das die Niederlage für Charar gegen Obi? Das ist hier die Frage. Die harten Reifen waren wirklich meinerseits richtig gut. Also im ersten Stint haben die funktioniert, aber im zweiten Stint. So, da ist SMN Play. Der da jetzt vorbeizieht. Das Sprintrennen habe ich gestreamt schon, ja. Aber da wird man mich ja dann kaum wohl hören. Aber egal. So, also, wir sehen jetzt auch, habe ich, der darf jetzt gleich in die Box fahren. Bei dem brechen jetzt auch gleich die Reifen ein.
holt hier immer so Zehntel für Zehntel auf. Das sehen, sieht man nur ganz leicht, wenn man das ganz genau beobachtet. Wir sehen das hier leider keine Zeitentabelle. So, Kevin Nator, bei dem gehen die Reifen jetzt auch langsam kaputt. Aber die Abstände, guckt euch die mal an. 1, 2, 3. Ihr seht es ja oben rechts an der Karte. So, habe ich jetzt an der Box. Kevin Nator hat sich ganz leicht das Auto an die Wand angehauen. Obi zieht hier auch dann vorbei. Und Kevin Nator wird jetzt auch an die Box fahren. So, während hab ich hier nachtanken muss Kevin Nator eigentlich gar nichts mehr nachtanken. Er fährt hier raus, hat reichlich Benzin eingepackt. Elis Luz hier auf der 3, Gerard auf der 4, Skippy auf der 5 und kommt noch vor an Kevin Nator vorbei. Und Rappel kommt auch noch an Kevin Nator vorbei. Rappel, der eine Runde früher an der Box war. Kann das jetzt über die Außenlinie? Kann sich da jetzt vorbeiziehen? Nee, Kevin Nator ist hier hat sich hinsetzen können. Jetzt schauen wir uns das doch nochmal an. Hier jetzt nicht ganz optimal genommen die Kurve, aber jetzt geht's links, rechts, nochmal links. Und jetzt nochmal rechts. Hier auf die lange Gerade, jetzt gleich den Berg runter. Zur Steilkurve. Die macht, glaube ich, auch den Fahrern sehr viel Spaß. Nur nicht wirklich, denke ich mal, im Zweikampf. Oh! Kevin Nator ist am Wegrutschen gewesen. Das ist eine gute Frage. Warum Kevin Nator einen Aston Martin Zeichen drauf hat und umgekehrt der Mercedes, der Aston Martin Mercedes Stern drauf hat. Da müssen wir mal die Jungs von Imbissbude fragen. Hab ich mich aber auch schon gefragt. So, und jetzt nutzt SMN Play die Gelegenheit mit der Corvette an dem Mercedes vorbeizuziehen. Macht er sehr stark, hält auch hier die Tür direkt zu. Und Kevin hat auch ein Problem. Die Spitzkehre, die macht es jetzt gerade nicht einfach. Und Adalbert Gammel kann da jetzt auch vorbeiziehen. Mach nicht überall Opel drauf. Wie kommst du denn da drauf? So, und wir sehen jetzt hier Obi, der zum Aufrein fährt. Und gleich sein Todesurteil unterschreibt. So, Obi jetzt an der Box, darf jetzt auch dann nachtanken für die letzten 20 Minuten. Ja, gerne, gerne. Ich meine, die Leute wollen hier ihr A-Rennen sehen, also kriegen sie es auch. Und da man die Wiederholung leider nicht teilen kann, muss es ja irgendwie ein Fahrer machen.
So, Habich zieht jetzt hier vorbei. Ellie Snus kommt hier mit. Und Gerard zieht hier auf die 3. Nee. Obi kommt noch vor Gerard raus. Gerard muss auch noch mal an die Box gehen. Das ist die Gelegenheit für Obi, Punkte gegen Gerard einzufangen. So, Skippy kämpft auch gegen Greppel. Schauen wir uns das hier mal an. Nee, Quatsch. Tamu kämpft gegen Greppel, Entschuldigung. Greppel jetzt auf der Innenbahn. Sieht an Tabo vorbei, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Hinter Mercedes Lenkrad. Links, rechts, links. Dann nochmal eine links. Und jetzt hier nochmal rechts den Berg wieder runter. Ich liebe und hasse die Stelle zugleich. Und jetzt geht's aber hier den Berg runter und dann die Steilkurve. Die macht einfach wirklich mega Spaß. Kurz vor dem 50 Meter Schild bremsen und dann hier rechts einbiegen und den Rebel hier nochmal einfangen, hier links nochmal rechts, bevor es in den scharfen rechts geht, bremst hier nochmal ab, um keinen Unfall zu verursachen. Ja, das hat man gesehen, aber da ist Tamu trotzdem nochmal auf die Bremse gegangen. So, Skippy jetzt auch an der Box für seinen letzten Stint. Cluster und die Wimps-Puppe. Cluster hält sich jetzt hier nach vorne. Gegen Sieges. Das reicht aber nicht, oder noch nicht, aber Cluster. Ja. Wie stellt er das jetzt an, ist die Frage, wie verteidigt er das Ding? So, Cluster hier mit einem Fehler und Puppe nutzt das sofort aus und ist vorbei. Jetzt geht's auch wieder hier S-Kurven entlang. Den Berg hinunter. Jetzt schauen wir uns das nochmal genau von außen an. Oh, da geht er nochmal aufs Kies. Cluster kann sich ranhängen, aber kommt hier nicht vorbei. Das ist keine Stelle hier zum Überholen. Also eher weniger. Zumindest. Wenn man bedenkt, die ganze Strecke verleiht hier zum Überholen. So, und im Hintergrund sehen wir aber Simon. Der auch nochmal rankommt. So, Kevin Nafer auf der 10, auf der 11, Relax Mama, Skippy auf der 12, Lukas Falk auf der 13, Adal Bergkammer auf der 14 und ganz weit hinten rutscht Eddie Sven hier, der auch nochmal auf Fahrt ist. So, Simon ist jetzt auch nochmal an der Box, Cluster ist an der Box. So, Gerard hier auch an der Box gewesen vor kurzem.
Ist hier auf der 8? Jetzt bin ich mal gespannt, wie das gegen Kevinator abläuft. Kevinator hier ein kleines bisschen am struggeln gerade. Zieht hier den Charar jetzt mit Überschuss angerast. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Charar jetzt auf der Innenbahn. Nee, doch. Macht das? Er macht das. Kevinator wehrt sich, ist jetzt hier auf der Außenlinie. Und kann sich hier gegen Charar noch halten. Daily Snooze auch hier an der Box. So, Ibims Puppe an der Box, Tamo an der Box. Die bereiten sich jetzt für ihr letzten Stint vor. Und Obi kommt langsam, aber sicher an hab ich dran. Setzt hier den ersten schnellsten Sektor. Und macht sich hier auf die Jagd für die Spitzenposition auf dem Treppchen. Holt hier auch nochmal die Bestzeit. Und wir sehen, der kommt immer näher ran an den Habicht, an den Cookie Gamer. So, Charar ist jetzt hier an Eldismus dran und zieht vorbei. Schwarz-Gold gegen Schwarz-Gelb. Oh, aber Smooth macht das super und kann da gut mithalten. Kevinator ein bisschen abseits der Strecke. Das gebe ich auch in der Zwischenzeit an Alex Mama vorbei. Cluster und Puppe haben sich hier auch mal wieder gefunden. Bin ich jetzt auch mal gespannt. Wie schaut's da vorne aus? Obi ist an Cookie Gamer dran. Aber noch nicht vorbei. Ja, da wird's noch ein bisschen dauern. Dann gehen wir mal hier auf diesen Zweikampf. Der führenden Fahrer hier. So, Obi mit einem Windschattenüberschuss. Habe ich verteidigt sich. Obi jetzt hinten dran noch. Versucht den Weg zu finden an Cookie Gamer. Ist jetzt hier auf der Außenlinie wieder. Da wird er nicht vorbeikommen.
So, nutzt jetzt hier die Innenbahn. Beide ganz schön vorsichtig, aber es reicht noch nicht. Jetzt vielleicht gleich auch dagegen geraten. Obi schnappt sich hier wieder Windschatten. Geht auf die Außenbahn. Und kommt immer noch nicht vorbei. Also, Cookie Gamer verteidigt mit allem, was er hier hat. Und es sind noch 8 Minuten. Es sind noch in etwa 4 Runden zu fahren. Mama Cluster und Ibrahim Suizides sind hier, sehe ich, ein bisschen uneinig. Relax Mama Freak mit einer Sekunde Zeitstrafe. Und Suizides mit dem Fehler. Cluster ist da wieder in der Zwickmühle. Und Relax Mama kann sich da nochmal nach vorne halten. Cluster will jetzt hier doch vorbei. Da ist Relax Mama machtlos, da konnte er nicht mehr Tür zu machen. So, und jetzt will aber Suizides auch noch vorbei. Und das macht er hier an der letzten Kurve ganz entspannt. Und Relax Mama holt sich nochmal eine halbe Sekunde dazu. Und dahinter ist auch schon SMN Play. So, neue Attacke. Obi gegen Habicht. Und das reicht nicht. Jetzt hier an den letzten Kurven. Habe ich mit dem kleinen Fehler, aber kann sich hier noch vor Obi halten. Und beide müssen auf ihren Reifen achten. Insbesondere Obi, da er ja auf weichen Reifen unterwegs ist. Warum sollte ich die ganze Zeit von, also ich in der Ich-Perspektive reden, wenn ich doch kommentiere? Das mache ich bewusst, halt mit Absicht. Da rede ich extra in der dritten Person. So, Kevin Nator an Skippy dran. Vorbei. Weil so wie die Reifen aussehen, spricht das für mich jetzt eher, dass Gibi am Kevinator vorbeigezogen ist. Ob das noch für die letzten Runden gut geht. So, Obi hier mit Habicht am Kämpfen. Obi jetzt hier auf der Innenbahn kann sich hier behaupten. Hat es endlich geschafft, an Habicht vorbeizukommen. Habicht lässt hier aber nicht locker. Und wir sehen hier gerade Eddie Sven,
der jetzt dann überrundet wird. Bis jetzt hier nur so Alleingänge. Cluster, Ibim, Suicides, Simon, also SMN Play, Felix Mama Flieg, Adalbert Gammel, Lukas Falk und Eddie Sven, der die zwei inzwischen auch schon vorbeigelassen hat. Also bis auf die Dreiergruppe ist hier nicht viel los gerade. Da können wir das aber gleich noch mit Simon beobachten. Die letzten zwei Runden treten jetzt ein für die Fahrer. So, kann SMN Play sich noch Platz 10 oder sogar Platz 9 sichern? Die 5 Suizides setzt jetzt seine Attacke gegen Cluster ein. Er wartet jetzt hier auf die Gegengerade und dann er hängt im Windschatten und das müsste jetzt die Gelegenheit sein und jetzt hängt sich aber Simon auch noch mit an. Die beiden jetzt hier nebeneinander. Die Suizides kommt hier nicht vorbei. Jetzt muss Suizidus aufpassen, dass SMN Play nicht vorbeizieht. So, Cluster muss sich jetzt in der letzten Runde gegen Suizides halten und Suizides greift an, zeigt sich jetzt auf der Innenbahn und ist vorbei. Und da ist Kevinator. Kevinator hat keine Reifen mehr, die sind eingebrochen. Der versucht sich jetzt krampfhaft gegen Suizides zu verteidigen und drückt ihn ab. Cluster ist jetzt wieder vorbei, fliegt sie aber auch von der Strecke ab und... Oh, Leute. Simon versucht hier auch noch vorbeizukommen und Cluster fliegt ab. Die Reifen sind kaputt, die Reifen sind bei Cluster genauso kaputt. Kevinator und Cluster haben keine Reifen mehr, die kämpfen jetzt um den letzten Platz, um den letztmöglichen Platz, um die Reifen noch zu kriegen. So, und Ibims, Suizides... versucht hier gegen Simon jetzt auch in der letzten Runde irgendwas ausrichten zu können. Obi ist auch schon, hat den Platz an Habicht verloren. Ist es hier dasselbe Problem? Verliert ihr noch den Platz gegen Rebel? Sehen wir alles auf der Karte. Und Jara ist auch vorbei. Wer gibt's denn sowas? Und Ibims ist vorbei. Obi von Hero zu Zero von 1 auf 4. Habe ich auch hier mit Motorschaden unterwegs, aber den nimmt das keiner mehr. Und da kommt ein Relax Mama angeschossen, der an Kevinator vorbei ist. Klasse auch noch mit Schaden.
Relax Mama ist da vorbei. Ibims Puppe auf der 8, Simon auf der 9. Relax Mama hier kommt auf der 10 rein. Cluster hier hat keine Vorderreifen mehr, schaut euch doch mal an. Kevin Nato hat auch keine Vorderreifen mehr. Ja, da ist richtig. Obi sollte das mit dem mit dem Reindriften in die Ziellinie sein lassen, das hatten wir eigentlich ja besprochen gehabt. So, und Adalbert Gammel hat auch keine Reifen mehr. Der wird jetzt nochmal von Habicht überrundet, richtig? Ja. Der versucht das Ding jetzt ganz langsam und vorsichtig ins Ziel zu bringen, aber scheitert daran. Und jetzt gibt es nochmal den letzten Überholmanöver. Es gibt den letzten Überholmanöver mit Berührung. Und Habicht kann hier ganz entspannt hier in die Ziellinie reinfahren. Und gewinnt das Rennen. Also Obi, das mit dem Reindriften, das dürfen wir nicht, haben wir ja gesagt, ne? Das wird nicht gerne gesehen hier. So, jetzt brauche ich erstmal ein paar Tic-Tacs. Und ja, das war's dann auch schon erstmal von dem Stream. Ich darf mich dann auch so fertig machen in so ein bisschen weniger als 2 Stunden. Darf ich mich jetzt dann zur Spätschicht wieder antreten? Nachdem es mich mit nachdem Carola wieder von mir fortgegangen ist. So. Dann haben wir jetzt eigentlich auch dann schon alles. Dann fehlen jetzt eigentlich nur noch die Tabellen. Die kommen dann, denke ich mal, morgen. Dadurch, dass ich jetzt ja zur Spätschicht antrete. Und dann, ja, dann sehen wir uns schon nächste Woche, wenn es dann weitergeht zu Lago Maggiore für die B- und C-Serie. Also für die B-Serie bin ich dann wieder am Start zum Stream. Und übernächste Woche geht es auf Daytona schon zu. Also es geht nach Amerika, nach Florida, es geht nicht zu Miami, es geht zu Daytona. Wird sehr interessant. Und hat eigentlich Obi eine ganze Runde gefahren, wenn er schon. Ja, die ist er ja gefahren. Also die Einführungsrunde zählt ja nicht als gefahrene Runde, aber die erste Runde zählt ja dann als gefahrene Runde. Aber ich will jetzt da noch nicht zu viel verraten. Es wird, wie heißt das? Zu dem Thema Reifenstrategie wird es auch nochmal. Also was heißt Reifenstrategie? Reifenregel wird es auch nochmal eine Kleinigkeit geben, die wird es dann zu Daytona dann geben. Also für Lago Maggiore zählt das noch nicht, aber ich habe mir da schon was überlegt, damit man so ein Thema, dass diese Themen dann eigentlich ja, der Vergangenheit entsprechen. Gut, das war's dann auch schon. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bleibt gesund, rast nur hier im Spiel oder in Need for Speed und nicht im Straßenverkehr. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.